Hey, weißt du eigentlich, dass es in Brilon eine Pfeifenfabrik gab? Ach, du weißt gar nicht, was damit gemeint ist. Hier ist so eine Pfeife. Die Männer rauchten Pfeifentabak, aber auch Zigarren aller Art. Albert Lücke gründete 1882 auf dem Steinweg in Brilon seine Briloner Pfeifenfabrik. Er fertigte die Pfeifen aus Hölzern unserer Gegend. Die Briloner Männer und rundherum rauchten Lückes Pfeifen. Pfeifen waren weit über Brilon hinaus berühmt und wurden von bedeutenden Persönlichkeiten gequalmt, darunter Professor Landois, Gründer des Zoos von Münster, Schriftsteller Augustin Wibbelt und Fürst Bismarck bestellten ihre Pfeifen in Brilon. Die Familie Lücke war immer auf der Höhe der Zeit. Wenn jemand auswandern wollte, konnte er sich den Passagierschein in Brilon kaufen. Unsere Pfeifenfabrik bestand bis 1973. Danach verkauften Lückes immer noch Pfeifen, Zigarren, Musikinstrumente, Andenken für Touristen und andere Artikel. Dazu wurde eine Agentur für Lotto und Toto geführt. Das Traditionsgeschäft wurde im Jahre 2003 verpachtet. Heute ist das Haus am Steinweg verkauft.